So. Wenn du die Köpfe triffst, sterben die eigentlich direkt. Draußen. Ja, klar, aber da erstmal drauf zu kommen, wenn der Waffe die übel streut. Ja. Mach das mal, wenn bei der Hampelei die machen, ey. Wir gehen am besten wieder hinten rum rein, weil das war, glaube ich, einfacher gerade als der Weg vorne. Natürlich. Ein bisschen besser arbeiten kannst. Der eine ist tot, der links. Ich hab den erwischt auf dem Kopf. So viel zum Thema, bleibt doch im Auto. Die schießen dann nämlich mit Raketen, die Helis. Es ist gerade nervig. Ja, es ist gerade nicht so einfach, würde ich sagen. Zeigt am besten dir mal einen guten Punkt, wo man hinstellen kann. Die Helis auch gleich abschießen dann nebenbei. Halt dich einfach links an den Turm vorbei und kletter hinten aufs Dach. Das müsste klappen. Müsste. Jetzt sind hier die fünf auf. Aber vielleicht fehlt uns tatsächlich jetzt gerade auch ein vierter Mann. Ja, ich muss mal hier gerade ein bisschen was raus. Och, so wenn der irgendwo festhängt. Ja, stell dich auf eine Kiste. Du wirst beschossen bis zum geht nicht mehr. Ach, fick dich doch, Charakter. Ich gehe mir wie in deine Wand entdecken, was macht er? Geht jetzt mal 5 Meter, stellt sich an eine Kiste ran. An eine scheiß Holzkiste, weißt du? Alter, da sind noch mehr. Du brauchst nicht nur einen anzuvisieren, Alter. Das ist. Ja, das war dein scheiß Schädel. Go.
der lebt immer noch, das ist doch unfassbar, Alter. Denn da sind noch mehr, Alter. Da kommt man noch durch das Büro durch. Okay. Nein, hat so einen scheiß Kopf erwischt. Oh, ach, der steht neben einem. Och Mann, ey, du schneidest das gar nicht mit teilweise. Die stehen noch neben dir und schießen dich ohne Brühe, schießen dich weg. So ging's mir vorhin auf dem Turm. Die chillen da neben dir in Ruhe, weil die scheiß, scheiß Büro links durchgehen. Ich muss sagen, eine geht durch die eine Tür, die andere durch die andere, oder? Kannst versuchen, ob es funktioniert. Du hast auch kaum eine Möglichkeit, eine richtige Deckung zu bekommen. Jetzt, weil du in der Deckung bist, hast du so viel Kugeln schon gefressen. Vor allem, wir hatten den Typen schon mit. Ich hätte da den Checkpoint schon triggern müssen. Ansonsten müssen wir nachher mal auf die Mission nochmal auf leicht stellen. Vielleicht ist es dann ein bisschen ja, einfacher. Ging ja nicht, gehen nur normal und schwer. Ah, ad hoc, okay. Also einer links, einer rechts. Dann geh du bitte ja, geh du links, ich geh rechts. Der muss irgendwo noch hin. Ne, der lebt nicht, okay. Ich hatte aber jetzt eine ganz gute Position für mich gefunden. Okay, so gut. Ich bin noch nicht mehr mitten rein, ich bin so. Mein Liebe. Also sie scheinen gerade. Warte mal, da kommt irgendwas noch bei dir durch. Hinter dir. Ich hab ihn nur angeschossen, ich hab ihn nicht getötet. Ach, leg mich doch am Arsch! Wo stehst du neben mir? Och, Alter, ich hab dir nicht anvisiert bekommen, jetzt schält sich da ein zurecht, mein Charakter. Puh. Ist so in Deckung? Ich bin in Deckung, ja. Ich. Fress nur gerade mal meine. Ich befürchte, dass jetzt gerade hinter mir noch mehr kommen. Oder ist das bei dir, Markus, da draußen? Dass die alle von draußen jetzt gerade kommen? Ja, hier draußen geht's auch ab. Ey, du kriegst einen Schuss ab, du hast schon fast keine Fahrzeug mehr. Ich versuche schon so gut es geht hier draußen. Ja, ja, weil das Problem ist einfach, dass wir gerade übelst. Dass mir alles übelst in den Rücken gerade gefallen ist.
Alter, die mit ihrer Rumzuppelei immer. Wo kommst du her, mein Freund? Wo kommst du her? Jetzt laufen wir doch nicht ein paar komischer Typ. Mein Liebe. Selbst bei der Schrot brauchen sie aus der nächsten Nähe, waren so vier Schüsse. Jetzt ist bei mir vorbei. So, jetzt ist erstmal hier alles los. Jetzt erstmal ein bisschen Luft jetzt gerade. Na komm, Baby. Hopp, 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 hopp. Geh vor. Scheiß Agent. Aber da kommen schon noch mehr jetzt. Warum bringt ein Auto? Steht doch vorne eins. Alter, Alter, die schieße schon mit dem schweren Scharfschützengewehr und die fressen ohne Ende. Vorsicht, da ist noch ein Heli. Wo ist der denn? Ich sehe den von hier aus gar nicht. Da, da ist er. Na komm schon, zeig dich. Warte mal. Wir sind im Auto. Achso, wir nehmen dich doch mal mit, doch, Markus, oder? Nein, 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 fahrt. Okay, sorry, das war jetzt ein bisschen unbedacht gerade. Ah! Getroffen, den Piloten. So. Die Autos kriegst du hier mit einer normalen Kanone nicht weg. So, ich sitze im Kuruma und haue ab. Gut, wir sind auf der Autobahn. Wir haben zwar jetzt ein paar Feinde, die um uns ein bisschen was anzuhören wollen, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Ich muss hier runter, ne? Komm mal von mir mit. Gott sei Dank haben wir den Scheiß halt schon. Fahren wir noch nicht ins Auto. Wenigstens haben wir die Teile auch schon mal schön erledigt, dass wir zumindest mal raus sind. Das war aber ein Krampf. Ja, definitiv. Hier geht's gerade übel alles drunter drüber auf der Autobahn. Verpisst euch bei euch hier. Scheiß, wenn im Verkehr. Ja, aber ich komme auch nicht so schnell hinterher jetzt. Ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, alles ist gut. Ja, unser Fahrzeug ist ja gepanzert. Wir haben ja einen von deren Jeeps geklaut. Die sollten ein bisschen was aushalten. Das sind die Night Sharks, weißt du? Hammer. Ja, da wo du nicht rausschießen kannst, sind wir ständig schon beim Fahrzeug. Ja, ja. Wir haben wir schon ein paar Mal gefahren sind. Und dann haben wir, wir haben einen Heli hier und bei uns. Ich weiß nicht, ob das, was das für einer ist. Weil ja, oh ja, das ist ein Ding, der mit schießt mit Kugeln. Hau doch mal vom. Oh, Alter! Gibt sie mir auf den Sack gerade! Bisher trifft er noch nicht. So, wir sind hier auf der Autobahn, sind wir absolutes Freiwild. Hau ab von mir jetzt!
Vor allem sind das jetzt zwei. Ja, ich sehe es gerade. Also ich werde hier gerade. Es sind nach wie vor keine Raketen. Es sind nur Kugeln. Also ich weiß nicht, wie viel das Auto aussieht. Aber wir haben noch 2,6 Kilometer. Wenn wir Glück haben, sind wir so gleich los. Na, noch hängt er dran. Aber ich konnte, glaube ich, gerade eins mindestens ein bisschen ablenken. Ja. Alles ist gut, aber wie gesagt, wir sind dran. 2 Kilometer noch. Ich glaube, das dauert jetzt nicht mehr. Oh, da kommt noch ein Auto entgegen. Ja. Alter, die NPC-Fahrzeuge hier. Ja, gut, hier wird geschossen, bis zum geht nicht mehr. Natürlich auch, und jetzt wollen die hier natürlich jetzt. Jetzt rasten die raus. Die hauen ab. Elis hauen ab. Ja, wir haben 1,4 Kilometer noch. Wir haben nur noch ein Auto hin. Auto? Ein bisschen hinter uns, nicht weit. Gleich ein Kilometer. Elis haben aber abgedreht. Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt noch einen Kilometer. Sehr gut, dann haben wir es jetzt. Alter, was für eine Mission, ey. Buchst du die Toilette gehen? Oh, Alter, was für eine Mission, ey. Baby of Platin, weil. Na gut, du hast den Typen da oben rausgeholt, ne? So, Gott sei Dank haben wir den Mission Ziel geschafft. Achso, ist nicht mein Auto. Ich muss erstmal meins wieder von der Versicherung anfordern. Ja, ich weiß nicht was warum. Na, weil der Heli mich mit Raketen abgeschossen hat. Achso, wegen dem Heli, ich dachte zwingen mir noch. Nein, nein, nein. Ja, ja, der stimmt. Yvonne hatte doch gemeint, ich sollte im Auto bleiben und ja. Ja, der Heli hat keine. Na ja, gut, ja, klar, der macht. Oh, ich müsste ja was aushalten, der Kuruma. Der sollte sonst vom Heli einfach Raketen aus. Und, also bei uns haben die Helis nicht mit Raketen geschossen, weil sonst wäre es tatsächlich noch ein Kniffliger geworden. Weil das kannst du mal sicher sein, weil der hat nur auf Kugeln geschossen, deswegen ging es eigentlich. Also du musst den Typen mit dem Auto haben, dann ging es auch mit der Flucht.